Schönen guten Tag und herzlich willkommen beim Sporttalk. Die Bundeshauptstadt Wien ist in dieser Woche völlig am Sand, und zwar sprichwörtlich. Es wird wieder Beachvolleyball gespielt am Heumarkt, und unser Gast, das ist der Veranstalter. Er wurde in der Vergangenheit schon als Mr. Beachvolleyball bezeichnet. Hannes Jagerhofer, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Bitte gerne. Ja, seit 1996 veranstaltest du die Turniere Beachvolleyball. Jetzt haben wir das Jahr 2022. Ist da kurz vor Beginn noch irgendetwas von Nervosität, Anspannung oder Kopfkino? Na klar, du hast Wochen vorher, beschäftigst dich immer mit dem, wie wird's Wetter, wo du normalerweise keine wirklichen Prognosen machen kannst, länger als 5 Tage. Wie schaut es da aus die Woche? Nö, schaut aktuell, schaut es einmal, tun wir es nicht verschreien. Bleiben wir trocken. Tun wir es nicht verschreien. Es schaut nicht so schlecht aus, ein bisschen warm dürfte werden, aber es schaut nicht so schlecht aus. Dann ist ja die Frage immer wieder, wie ist da der Besucheranstrom, wie sind die Leute drauf, wollen sie feiern? Da hat Covid natürlich schon einige Dinge verändert, und dann, ich glaube, vom Aufbau her ist immer, wenn du auf einen neuen Platz kommst, im ersten Jahr der Wahnsinn. Ja. Mhm. Egal wo wir waren, ob das war in Toronto, ob das in Fort Lauderdale war oder in Porridge, das ist schon ein richtiger Ritt auf der Kanonenkugel. Aber wenn du das einmal gemacht hast, und das ist ja viele Dinge, und die Behörden auch im Ausland einmal verstehen, dass du dir da Mühe gibst, und dass das jetzt da eine seriöse Geschichte ist und meine Leute Erfahrungen kriegen. Du bist im zweiten Jahr schon, glaube ich, relativ cool aufgestellt. Und wir werden heuer sicher besser als im letzten Jahr. Vom ganzen Setup her haben wir da viel daraus gelernt, und wir freuen uns schon sehr. Wie ist denn der Zuspruch grundsätzlich von den Zuschauern, von den Fans? Ist ein bisschen ein Hype wieder oder eine Vorfreude erkennbar, oder kriegt man noch Karten? Nein, ich glaube, man merkt, dass die Leute total Sehnsucht haben. Das haben wir im letzten Jahr schon gemerkt, damit haben den Schulter-zu-Schulter-Erlebnis. Wir haben noch ein paar Karten für Dienstag, Mittwoch, aber man muss sich vorstellen, normal Dienstag, Mittwoch. Bei einem anderen World Tour Turnier hast du 40 Zuschauer, 50, und wir haben aber schon vielleicht noch Restkarten von 40, 50. Mhm. Und das Wochenende, da gibt's, sind immer, glaube ich, ganz spärlich gesät, ein paar, die wieder zurückgekommen sind. Nein, der Hype ist irre. Das ist, und ich habe einmal in Klagenfurt den Test gemacht. Ich sage so, bitte, jetzt bleibt es einmal alle, steht es einmal alle auf, die unter 18 Jahre sind. Da habe ich gewusst, das ist schon die dritte Generation von Besuchern, die wir haben. Und das ist schon gewaltig, weil wer hätte es gedacht, dass auch und dasselbe Format eigentlich, bei der Musik haben sich die Interpreten verändert. Also ein heutiger 18-Jähriger hört was anderes, als der Opa oder der Vater gehört hat. Aber das Prinzip bleibt. Das Prinzip. Und die haben, das ist unglaublich, ja, dieses Unterhalten werden, die Sorgen vergessen, Bestandteil des Geschehens zu sein, das ist nach wie vor Hype. Dieser Nations Cup ist ja ein neues Format jetzt ins Leben gerufen. Auf was genau kann sich der Fan jetzt freuen? Wie wird das aussehen? Der beste Vergleich, glaube ich, ist der, wenn man es mit dem Tennis vergleicht, das ist Davis Cup. Es ist immer Länderspielatmosphäre. Es ist für uns in viele Sachen die neue Sinn, weil der Coach plötzlich eine ganz andere Rolle kriegt. Der stellt die Teams zusammen. Es kann sein, dass da Partner getauscht werden. Das ist einmal der Alex. Unser Vize-Weltmeister ist ja Nummer 3. Und das kann durchaus sein, dass da gemischt wird. Und es ist halt, wie gesagt, jeden Tag 8-mal Länderspielatmosphäre. Und ich freue mich schon auf Cordoba 2, Cordoba 3 und Cordoba 4. Und bin gespannt. Also die Teams, es haben die besten 8 Nationen, sowohl Damen als auch Herren, sind quasi, gehen an den Start. Und jetzt schauen wir, was passiert. Wenn wir jetzt beim Davis Cup bleiben, so ein Hype, so eine Begeisterung lebt natürlich von einem Lokalmatador, wie es Dominic Thiem ist. Wie ist das beim Beachvolleyball, wenn man so ein Event hat? Braucht man das auch in dieser Form, oder wird die Veranstaltung vielleicht irgendwann ein Selbstläufer? Nein, das ist, in vielen Bereichen ist es ein Selbstläufer schon geworden. Das heißt, weil sich unsere Fans auch klar mit gewissen Teams identifizieren. Das heißt, wie man noch international, also die Weltserie war, waren die Brasilianer, hat es Teams gegeben, die zu 100% unseren Fans quasi zuzuordnen waren, und dann sind es die Norweger. Das heißt, es ist schon, und das sieht man ganz selten, wenn du dann plötzlich ein Spiel siehst, sage jetzt einmal Brasilien gegen Brasilien, und du hörst plötzlich trotzdem, wie die Leute mitgehen, mitjubeln, mitschreien, oder Brasilien gegen Tschechei. Das ist das Einzigartige. Also es tut keinen Abbruch. Mhm. Klar, wenn dann ein österreichisches Team gewinnt, ist es noch einmal
noch mehr. Dreimal, drei Levels höher. Und Gänsehaut halt nicht nur 10-mal in einer Stunde, sondern halt permanent. Ja. Und da mein österreichisches Team dann wirklich sehr vorkämpft, bis hin zu Samstag, Sonntag am Finalwochenende, dann ist eh Ausnahmezustand, wie wir ihn gehabt haben bei der WM 2017. Aber das Einzigartige glaube ich schon, dass es auch funktioniert ohne österreichische Beteiligung. Wir haben ja leider öfters am Samstag, Sonntag keine Österreicher mehr gehabt. Und es war trotzdem ausverkauft und die Leute sind in der Nacht angestanden und haben sich vom Stadion hingelegt. Aber natürlich, der große Wunsch ist natürlich Österreicher bis zum Sonntag. Wie schön ist es für dich mit anzusehen, dass über die Jahre im Prinzip Österreicher mit diesen Turnieren, die du veranstaltet hast, auch Karrieren gestartet und wirklich durchgezogen haben. Weil es sind ja sehr viele sehr erfolgreich unterwegs. Vielleicht ohne die Turniere wäre die Karriere in dieser Form nie so entstanden. Ich glaube, das beste Beispiel, und das hat mich schon sehr gefreut, ist der Xandl Huber gewesen. Der war mit 6 Jahren bei mir am Platz, am Center Court, war er Balljunge. Mhm. Ist, glaube ich, damals zusammen kollabiert, weil er heiß war. Und der hat sich damals eigentlich das erste Mal mit einem Beachvolleyball auseinandergesetzt. Und der hat gesagt, siehst du, irgendwann einmal möchte ich da spielen. Ja. Und nicht nur, dass er dann oft bei uns gespielt hat, er war bei Olympia zweimal oder sogar dreimal, ich glaube zweimal. Und das macht dich schon stolz. Oder wenn du siehst, dass du in irgendwelche Dörfer kommst, so wie da, wo mein Hurm ist, da in der Gegend Steierberg, wo dann die größte Fangruppe der Welt wahrscheinlich im Anbetracht der Anzahl der Einwohner entstanden ist und wo dann 30 Steierberger um die ganze Welt uns nachgereist sind, die teilweise vorher noch nicht in einem Flieger waren und wo es ja relativ witzige Situationen gegeben hat. Die haben dann wirklich die Welt entdeckt mit Beachvolleyball. Und dort war es dann Platz, der eigentlich von der Qualität her und vom Aufbau her Platz für ein World Tour Turnier sein kann, mit allen Drainagen, mit allen Abmessungen, Sandqualität, die auch sehr wichtig ist. Weil es nutzt ja nichts, einfach den Sand einlernen und wenn es dann drauf regnet durch den Kalkgehalt, wird es dann zum Beton. Da haben wir ja schon gehabt, die Situation im Ausland, wo sich dann die Spieler sehr verletzt haben. Aber nicht bei uns, sondern halt beim Training. Und das ist schon cool. Und wenn ich der Statistik trauen darf, dann wurden, seitdem wir Turniere organisieren, 1300 Plätze in Österreich gebaut, die man wirklich professionell nennen kann. Das heißt, das kann man unter Nachhaltigkeit verbuchen. Das ist schon eine Nachhaltigkeit, ja, keine Frage. Ja. Entstehen dann zu Spielern auch Freundschaften über die Jahre? Klar, ich bin gerade, wenn wir die Weltserie gemacht haben, glaube ich, würde sagen, bin ich mit 70% der Spieler wirklich in engen Kontakt gewesen, in engen Austausch gewesen. Nicht nur Österreicher? Nicht nur Österreicher, nein. Ich bin nur mit den Brasilianern, weil mich extrem gut verstanden. Das war dann auch das Thema bei der, wie Brasilien gespielt hat gegen Österreich in Rio, bei den Olympischen Spielen und die Brasilianer dann gewonnen haben, da haben die sich unwohl gefühlt, die Brasilianer, dass sie meine Österreicher ausgetraut haben. Ja. Und es ist schon was Spezielles. Also, und das ist ja diese Aggressionslosigkeit des Publikums. Wir haben ja in, ich kann mich erinnern, 18 Jahren Klagenfurt keinen einzigen Polizeieinsatz gehabt. Es hat nie was gegeben. Die Leute haben schon Party gemacht, dass die Datei verkohlt hat. Sind teilweise schon wirklich gut illuminiert am Gelände unterwegs gewesen und haben irgendwo geschlafen. Aber es ist keine Aggression da gewesen. Es war einfach eine ganz spezielle Stimmung, die auch das ausmacht, was der Sport wirklich letztendlich ist, ja, und innehat. Würdest du sagen, dass du eine Trendsportart mitbegleitet hast in Richtung ernstzunehmende Sportart, wo ein richtiger Hype daraus geworden ist und weltumspannend ist? Ist das auch etwas, was stolz macht vielleicht? Es ist definitiv eine Sportart, die hohe Athletik verlangt. Und man hat gemerkt, dass das Niveau des Sports immer mehr gestiegen ist. Das heißt, einer, der den ersten Satz gewonnen hat, vor 8 Jahren noch, oder vor 10 Jahren noch, hast du sagen können, gut, das Spiel wird relativ schnell vorbei sein und der zweite wird auch marschieren und dann ist aus. Aber heuer den ersten Satz zu gewinnen, passt gar nichts. Ja. Das Niveau ist so gewaltig gestiegen, dass durch das die Spieler Budgets bekommen haben, sie haben Sponsoren gehabt, sie haben ihre Coaches gehabt, sie haben ihre Physios gehabt, sie haben also da reist dann eine Gruppe von 6-7 Leuten mit so einem Team mit, die sie betreuen. Und das hat es natürlich zu einem ganz anderes sportliches Niveau gehoben. Und das hat sicherlich die Situation ermöglicht, dass wir Sponsoren gefunden haben, dass große Firmen sich identifiziert haben mit dem Sport. Und das hat dann in Konsequenz auch die ganze Akzeptanz eine andere geworden ist. Ja.
Wie wichtig ist bei so einem Turnier die Location selbst, eine schöne Location? Weil jetzt könnte man ja banal als Laie sagen, Sand aufschütten, Tribünen aufstellen, das ist schnell erledigt. Aber wie wichtig ist die richtige Location zu finden, die dann das Ganze, den restlichen Kick verleiht? Ich glaube, am Anfang ist es wichtig, dass du wohin kommst, wo die Leute sind. Mhm. Wenn sie den Sport nicht kennen, da haben wir wieder das Riesenglück gehabt, dass wir in Klagenfurt der Strandbad waren. Mit wenig Erfolg im Jahr 1, weil da habe ich mit 2.000, 3.000 Leuten gerechnet und habe 24 gehabt im Finale. Also 2-4, davon 17 Freund, Familie. Die anderen 7 habe ich bis heute nicht herausgefunden, wer die waren und warum die gekommen sind. Mit Freibier habe ich dann die Situation ein bisschen geändert dort, aber da habe ich den Vorteil gehabt. Das geht in Österreich immer. Das geht immer, ja. Aber ich habe das Glück gehabt, dass ich da mit dem Strandbad mitgewachsen bin, ja, und den immer mehr abgesagt habe, Leute. Und wenn du mal eine gewisse kritische Größe erreicht hast, und das haben wir gemerkt international. International hat es 4 Jahre gedauert, bis ein Turnier etabliert ist. Ja. Bis die Leute wirklich schon gefragt haben, wann kommt es und ihre Urlaubspläne auch gerichtet haben. Und dann natürlich eine iconic Location zu haben, die auch vom Bild her was hergibt, wo du auch international wirklich coole Bilder generierst von der Generation für die Kommunikation der Destination. Dann hast du dein Ziel natürlich erreicht. Ja. Weil man Wörthersee, diese Kamera-Situation, wo die mit der Drohne dann weggefahren ist und du hast dann dieses türkise Wasser gehabt. Hat ausgeschaut wie ein Paradies. Beste Werbung, ne? Ja. Ich meine, du hast viele Locations, gute Locations gesehen, weltweit. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das war das Beste oder wäre das unfair den anderen gegenüber? Nein, es war alles speziell, alles anders. Das war überall andere Herausforderungen. Ob das mein Turtle Wall in Miami, in Fort Lauderdale war, an der fast das Turnier gescheitert wäre. Weil die haben jetzt eine Phase, wo von Oktober bis März wird auch kein Licht am Strand eingeschalten, weil die Turtles Babys kriegen und Eier legen. Mhm. Und die Turtles werden dann irritiert und gehen dann ins Stadion, wenn das absolute Horrorszenario ist. Du kommst in der Früh in das Stadion und da ist ein Turtle-Ei drinnen, weil dann kommt die Behörde, sperrt einmal dort 4x4 Meter ab im Stadion und dann musst du von der Taktik her musst du ein bisschen umstellen, weil du musst irgendwelche Sprünge über diese Turtle-Absperrung drüber machen. Aber wir haben dann nach monatelangen Verhandlungen mit der Behörde ausgemacht, dass wir eine Turtle-Wall bauen dürfen vom Strand, um das Stadion zu trennen. Wie ich dann die Turtle-Wall finalisiert gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, meine Kinder haben dort schon gespürt ein bisschen, weil das war so ein Häuferl. Aber zum Schluss war es dann so ein Häuferl, das sich da durchgestreckt hat und dann ist das Turnier erst freigegeben worden von der Behörde. Und du hast halt überall mit jedem Land hast du spezielle Erinnerungen, spezielle Stories und die natürlich es speziell gemacht haben. Ja. Ich meine, in Porridge, wo das Side-Event am Gelände stattgefunden hat, das Gelände war mitten in der Stadt, die Scheiben haben geklärt in der Altstadt und um 3 stehe ich dort, plötzlich sehe ich den Bürgermeister kommen und dahinter einen nicht zuordnenbaren Person. Und die reden schon entgegen, sagen, ja, wir werden auf, sagen, nichts an, es ist Sperrstunde, 6 Uhr. Und dann haben wir bis 6 Uhr dort Gas gegeben. Aber so wirklich, die Scheiben haben geklärt und am nächsten Tag, und dahinter, der das auch freigegeben hat, war der Polizeipräsident. Und am nächsten Tag, wie den Bürgermeister habe ich angerufen und gesagt, wie ich ihn vom Titel her nennen soll jetzt, Ex-Bürgermeister oder was auch immer. Ja. Sag ich, du, Hannes, du wirst dich wundern, sag ich, wie viele Anrufe habt ihr im Kopf? Sag ich, keinen einzigen. Ja. Und das sind schon Situationen, wo du denkst, jedes Land hat so schreibt seine eigenen Geschichten und speziell. Gibt es wenn du einen Wunsch hättest, gibt es irgendeine perfekte Location weltweit, wo du sagst, dort würde ich gerne ein Turnier veranstalten? Ja, eine habe ich einmal mir erträumt und habe es ja versucht, in die Gänge zu kriegen. Das war natürlich der Central Park in New York. Habe ich dann mit den Behörden Termine gehabt, habe mit den Leuten getroffen, aber irgendwann merkst du, wie aussichtslos das ist dort. Weil ich habe da Slots zum Zuliefern von Sand gekriegt, von 2 in der Nacht bis 4:15 in der Nacht. Das lasse ich alles nicht ausgegangen. Aber der Wille war da im Central Park ein cooles Turnier zu spielen, nur abgesehen von den Kosten und vom. Aber ich sage, träumen musst immer können und ob es dann Realität wird oder nicht, ist eine andere Sache. Warum Beachvolleyball? War das der richtige Riecher in Richtung Trend oder warum nicht eine andere Sportart promoten und Events veranstalten in dieser Form? Was mich so fasziniert hat, ist, ganz in frühen Jahren, 2 Jahre bevor wir veranstaltet haben, ist ja ein damaliger O'Neill-Vertreter, der Harald Buttinger, zu mir gekommen und gesagt, das wäre doch was für dich oder für sie damals noch.
ein Sportart, wo halt Entertainment ist, wo halt kein Quiet Please ist, wo die Leute einfach gerade haben, mitgehen. Da habe ich so die Bilder von Manhattan Beach gesehen, da haben sie noch keine Tribünen gehabt, da sind sie wie offen auf diesem Bier drum gehängt und haben zugeschaut und haben gefeiert. Und da war natürlich schon was Cooles, weil das ist was anderes als ein normaler, dieses Sitzen, Applaudieren, Hemd, Krawatte, Warten oder Grölen und diese Aggressivität, die teilweise drinnen ist. Und das hat mich eigentlich so von Anfang an fasziniert. Und wir haben das Glück gehabt, dass unser Entertainment-Team hat eigentlich den Sport geprägt, letztendlich. Die Moderatoren, die DJs, die haben da einfach völlig eine neue Ebene von Sportentertainment ins Leben gerufen. Mit den Moves, mit all den Geschichten. Und da muss ich sagen, denen bin ich sehr, sehr dankbar. Die haben sie dann eh überall abgesagt für Olympia, für alle möglichen Veranstaltungen. Aber in Kombination mit denen, mit unserem Verständnis für Unterhaltung, dass einfach du mehr machen musst, nur als einen Block darstellen, der super ist. Ich habe im Jahr 3 noch immer nicht die Regeln gekannt. Ich glaube, ich kenne heute nicht alle, aber ich kenne heute schon sicher viel mehr Regeln von dem Sport. Und das hat es dann zu etwas Einzigartigem gemacht. Ich wurde dann mehrmals gefragt, ob ich das mir nicht vorstellen kann für Eishockey oder für Fußball. Aber das kannst du nicht übersetzen, weil allein mal überlegt, wie Halftime-Shows in die Hosen gegangen sind von Sänger, was bei der NFL super funktioniert, beim Super Bowl funktioniert bei einem Fußball-Champions League-Finale vielleicht gar nicht. Ja. Und so kannst du auch unsere Sachen nicht übersetzen. Wie ist es um dein eigenes Beachvolleyballspielen bestellt? Würdest du dein eigenes Turnier gewinnen? Ja, wenn nur ich gegen mich spiele. Ja. Na, dann geht es unentschieden aus wahrscheinlich. Naja, ich bräuchte 2 Ärzte mal, die mich dann in den gewissen Positionen, wo ich liegen bleibe, wieder aufstelle. Meine eigene Faszination, dass, ich meine, ich habe gerne Sport gemacht. Ich bin ja jahrelang nach Amerika geflogen zum Wasserskifahren. Aber ich habe einmal gespielt, da haben wir einfach einen Ausflug gemacht mit unserem Büro nach Gran Canaria. Und dort war halt ein Spanier-Turnier dort organisiert. Und da habe ich gedacht, okay, einmal spielen wir so eine Jux-Partie und habe dann irgendwie mich irgendwann mal umgedreht und da sind fassungslose Gesichter einer Kerry Walsh, der damaligen Olympiasiegerin, und von 2 Brasilianern, die haben nur den Kopf geschüttelt. Wie kann das der sein, der unsere großen Turniere organisiert? Und dann habe ich gewusst, das ist, ich habe mir immer wieder bei jedem Aufschlag ein Peitschenschlag-Syndrom geholt. es ist einfach nicht mein Sport. Also mir hat die Hand so wehgetan, noch 2-mal annehmen, dass ich schon gedacht habe, ich wollte irgendeine Platinplatten aus dem Einsetzen. Es ist nicht mein Sport. Ja. Und aber welcher Sport wäre dann eher deins? Nein, Skifahren. Ich bin Skifahren? Ja Skirennen gefahren, ich fahre viel Wasserski, Kitesurfen, ja. Alle Dinge. Ich fahre gerne Motocross und so Sachen, aber das Beachvolleyball, das war es nicht. Meine Frau spielt sehr gut, ja. Immerhin. Jetzt bist du knapp über 30, kann man sagen. Also in Richtung Pension denkst du nicht. Ist das etwas, was für dich überhaupt nicht in Frage kommt, gedanklich, weil du noch dermaßen aktiv bist und kreativ bist? Ich kann behaupten, ich habe in meinem Leben noch keine Stunde gearbeitet, aber mich oft ärgern lassen. Wenn ich dieses Ärgern lassen auch noch wegkriege, dann ist ein Tagesablauf, wie ich ihn habe, aber wenn ich heute da rausfahre und 7 Stunden im Auto sitze und dann wieder morgen wieder rausfahre oder übermorgen, ist es einfach, es gibt ja nichts Schöneres. Also ich wüsste nicht, was ich tun sollte, wenn ich heute plötzlich von einem Tag am anderen keine E-Mail mehr kriege. Ich meine, ich wüsste schon, ich würde mal fragen, die Technik, was da passiert ist. Ja. Was passiert ist. Ja, was dahin ist. Ja. Aber was wüsste ich machen? Ich meine, ich hätte keine Ahnung. Ja. Und deshalb bin ich froh, dass ich das machen darf, was ich mache. Und das ist ein tolles Geschenk. Und das heißt, es wird weiterhin Turniere geben, vielleicht wieder mal auf der Donauinsel? Mit Sicherheit. Ja, und vielleicht auch wiederum in Europa ein paar. Ich habe jetzt gerade einen Platz in Kroatien wieder angeschaut, einen neuen. Wir sind mit Tschechien im Gespräch. Wir sind in Deutschland wiederum. Vielleicht in Hamburg waren wir wirklich sehr erfolgreich. Es war gewaltig, da haben wir ja 14.000 Leute im Stadion gehabt und das jeden Tag zum Schluss. Und ich würde gern mehr machen, nur es ist halt immer, es gibt halt immer wieder im Verband Entwicklungen, die dich teilweise dann kurzfristig hemmen. Und aber wenn du die irgendwie in den Griff kriegen kannst, das macht einfach einen riesigen Spaß. Die Athleten sind super coole Leute, intelligente, wir sagen, smarte Menschen, die uns ja überall helfen, wo sie helfen können. Und warum nicht? Letzte Frage, ganz kurz und knackig. Dein Wunsch für dieses Turnier, wann wärst du happy und zufrieden am Ende? Kein Spieler verletzt, Publikum glücklich, keine besonderen Vorfälle. Sponsoren Stadt Wien sagen danke, schön war's. Wunderbar. Dann wünsche ich gutes Gelingen, danke, dass du bei uns warst und ja, viel Spaß am Heumarkt. Danke, ja, wir werden unser Bestes geben und
Jetzt schauen wir, wie es wird. Long dauert es nicht mehr. Okay, danke und viel Spaß und Vergnügen beim Turnier. Danke. Ja, danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Es gibt noch Restkarten für das Turnier auf beachvolleyball.at die ganze Woche. Alle Tage sind noch Restkarten verfügbar. Greifen Sie auf jeden Fall zu. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche beim Sporttalk. Bis dahin, auf Wiedersehen.